Schau es dir an, was wir heute Schönes gekocht haben. Das ist ein Brokkoli-Auflauf mit Hähnchenseitenfilets überbacken mit ein bisschen Käse. Hi, hier ist der Frank vom Foodblog Hamburg schon wieder. Wir machen heute schon wieder Low Carb. Wir machen heute einen Brokkoli-Auflauf mit ein bisschen Hähnchen drin. Und ja, lasst uns einfach beginnen. Ich zeige euch dann dabei, was wir alles gebrauchen. So, als erstes müssen wir uns eine Zwiebel klein schneiden und ein bisschen Knoblauch. Ich hoffe, euch gefällt unsere Low Carb Serie. Wir haben ja jetzt so ein bisschen gebacken. Jetzt möchte ich gerne so ein paar einfache Gerichte produzieren. Dafür habe ich mir schon ein paar Rezepte ausprobiert. Und ja, sollte euch, wenn wir schon mal dabei sind, ne, sollte euch unser Channel gefallen, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, einen Daumen da lasst. Und wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt oder irgendwelche Fragen, sind wir natürlich gerne für euch immer da. Und einfach raushauen die Fragen. Schreibt sie unten rein, ich beantworte sie dir. So, meine Zwiebel tue ich jetzt schon mal in meine Pfanne. Das Öl ist jetzt noch nicht ganz so heiß, das macht aber nichts, weil ich muss auch noch schnell meine Knoblauchzehe klein schneiden. So, ich drücke den jetzt einfach nur so ein bisschen an. Und dann mache ich hier mal grob die Schale weg und dann schneide ich den einfach schön klein. So, mein Knoblauch ist auch schon klein geschnitten. Den tue ich jetzt mit dazu. Und dann rühren wir das hier gleich mal ein bisschen um und dann wird das ein bisschen angeschwitzt. Ich habe jetzt hier so ein bisschen Hähnchenseitenfilets. Die schneide ich mir jetzt in mundgerechte Stücke und die kommen dann auch gleich mit zu meinen Zwiebeln dazu. Ja, also wir braten jetzt erstmal Zwiebeln, Knoblauch und das Hühnchen an und dann machen wir uns gleich schnell ein bisschen Brühe und dann wird das Ganze abgelöscht und dann machen wir mit dem Brokkoli weiter. Also ganz simpel, ganz einfach für jeden zu machen. Das Hühnchen ist jetzt hier schon so ein bisschen am Anrösten. Ich fände es aber ganz geil, wenn wir da jetzt trotzdem schon ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer dran tun. Ich brauche, glaube ich, demnächst mal wieder neuen Pfeffer. Der ist bald alle. So. Und dann geht das jetzt mit dem Brokkoli weiter. Ich demontiere jetzt hier gerade so meinen Brokkoli. Werde den dann gleich noch mal kurz abspülen. Und dann mache ich den auch in mundgerechte Stücke. Und dann geht es gleich weiter. Frank, du musst auch Chili rein machen. Ja, super. Guck mal, was ich hier schon in der Hand habe. Eine kleine Chilischote. Ich schneide die eben klein. Also, wer es ein bisschen deftiger mag, macht sich da halt noch eine Chili rein. Wer es nicht ganz so deftig mag, schneidet die Chili vorher auf, nimmt sich da die Samen raus und nimmt halt nur den roten Anteil. Und wer es gar nicht deftig mag, der lässt sie einfach weg. Wasser. Genau, einmal kurz waschen. Ne? Einmal muss man sich waschen. So, wir müssen jetzt den Backofen Ober- und Unterhitze 150 Grad anmachen. Ja, so, damit der auch gleich heiß ist, wenn wir ihn brauchen. Und jetzt mache ich mir eben schnell eine Brühe fertig, damit ich das hier gleich ablöschen kann. Das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Schön Röstaromen teilweise. Sehr gut. Wir wollen es auch nicht schwarz werden lassen. Jetzt löschen wir das, halten wir ein bisschen Brühe ab.
Super. Und dann kommt jetzt gleich mein Brokkoli da rein. So, ich nehme jetzt diese Röschen hier komplett auseinander und tue die hier mit in meine heiße Brühe. Und dann blanchieren wir das Ganze mal ein bisschen an. So, den Brokkoli habe ich jetzt schön in so kleine Röschen zerteilt. Die schwenken wir hier jetzt noch so ein bisschen mit an. Die müssen ja auch so ein bisschen anblanchiert werden. Und dann tun wir da gleich ein bisschen was rein, damit es eine schöne Soße gibt. Das sieht jetzt ja hier schon mal ganz genial aus. Ich tue da jetzt Frischkäse rein. Ich habe einen laktosefreien Frischkäse hier mir besorgt. Den tue ich jetzt hier hinein, der wird sich schön auflösen. Und dann gibt das gleich herrlich Soße. Dann schmecken wir die Soße einmal ab. Die muss dann so ein bisschen eindicken. Und dann gehen wir zum nächsten Schritt über. Das ist jetzt schön am Köcheln hier. Ich tue da jetzt mal so ein bisschen Gewürz von so einem Star-Koch aus Hamburg rein. Der hat so ein Standardgewürz, was er halt immer verwendet. Ich finde das ganz cool. Ich habe mir das einfach mal gekauft. Macht das Leben ein bisschen einfacher. Man kann sich da aber auch ein bisschen Paprika und weitere Gewürze reinmachen. Ich tue da jetzt noch ein bisschen Pfeffer rein und noch ein bisschen Salz, weil sonst wird das zu langweilig. Dann muss das jetzt noch ein ganz bisschen runter reduzieren. Das ist aber gleich soweit. Und dann kommt das in meine Form. Meine Form habe ich schon vorbereitet. Da ist jetzt schon ein bisschen Fett drin, damit mir das nicht alles anklebt. Was machst du denn da? Mal probieren. Boah, geil. Richtig kräftigen Geschmack. Die Brühe ist schön da. Ein bisschen Chili haben wir da drin. Richtig gut. Wir können das jetzt gleich in unsere Form tun. Dann kommt der Käse oben drauf und dann kommt es im Backofen. Meine vorgefettete Form habe ich hier schon stehen. Ich mache jetzt meine Pfanne aus, drehe das mal quer, dann geht es ein bisschen einfacher. Und dann kommt der ganze Kram hier hinein. Richtig genial, ja. Echt klasse. So, jetzt kommt hier schön Käse oben drüber. Das ist fast ein bisschen wenig. Aber wo ich hier gerade so am Machen bin, habt ihr schon diesen ersten Teaser gesehen von unserem Smoker, wie wir da Roastbeef gemacht haben? Wenn nicht, schaut euch das mal an. Und ja, demnächst kommt noch viel, viel mehr davon. Wir sind am Produzieren. So sieht das jetzt fertig aus und jetzt kommt das für 17 Minuten bei 150 Grad in den Backofen. Hier ist gerade alles mit Widerstand. Jetzt war tatsächlich doch gerade die Kamera ausgefallen, weil der Akku leer war. So ein Schrott. Glücklicherweise haben wir ja noch mehr Akkus. Jetzt müssen wir halt mit einem kleineren Setup arbeiten, aber auch das funktioniert. Wir sehen uns in 17 Minuten. Boxen wir wieder? Nein, wir boxen nicht. Ich hole mal eben hier den Auflauf raus. Wow, geil. Ich tue jetzt hier einfach mal was auf diesen Teller. Wow, 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 wow. Das ist ja Wahnsinn. Das sieht auch richtig gut aus. Und schwimmt auch nicht und nichts. Richtig gut geworden. So, ein bisschen Deko-Grün hier an die Seite. Genial. So sieht es doch toll aus. Das war's schon wieder. Geht immer alles so super schnell. Also, ein Low-Carb Hähnchenseitenfilet Brokkoli-Auflauf mit Käse überbacken. Hört sich gut an, ne? Und das, wo wir abnehmen wollen, geht ja irgendwie gar nicht. Aber es geht. Wunderbar damit. Low Carb bedeutet ja auch nicht ohne Kalorien, sondern halt nur mit weniger Kalorien. Und deshalb dürfen wir solche Sachen halt auch essen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine, schnelle Rezept gefallen. Wenn ja, schaltet wieder ein, wenn Frank anfängt zu kochen. Sollte euch dieser Channel gefallen, gebt uns einen Daumen. Abonniert uns. Habt ihr irgendwelche Kommentare, schreibt sie unten rein. Kein Problem. Ich trinke noch ein bisschen was von meinem
antialkoholischen Gurkencocktail auf euch und es sagen tschüss. Und Frank von footblockhamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Prost.